Für smoothe Aufnahmen kann man entweder einen Gimbal nehmen oder eine solche Steadicam. Die Vorteile der Steadicam: sie ist immer einsatzbereit und man muss nicht vorher einen Akku laden. Im Anschaffungspreis ist sie auch viel günstiger. Diese Steadicam zum Beispiel geht problemlos für Mirrorless oder DSLRs. Dazu nimmt man einfach die Halteplatte ab, welche zwei Schrauben hat, eine kann man gleich rausdrehen, und schraubt diese Halteplatte möglichst mittig und zentral über dem Gewicht der Kamera. Wer längere Objektive besitzt, kann hier ein bisschen einstellen. Das Ganze dann zentral auf die Steadicam gesetzt und mit dem Gewicht am unteren Ende sollte sie schon halten. Nun geht es ans Ausbalancieren, weil dieses hier ist viel zu schnell. Durch die Änderung der Gewichte und der Länge muss man nun versuchen, das Ganze auszubalancieren. Aus der Horizontale in die Vertikale sollte die Kamera ca. 2-3 Sekunden lang brauchen und sich final auspendeln. Dann hat man alles richtig eingestellt. Wer das ein, zwei Mal geübt hat oder vielleicht 10-20 Mal, wird es unter einer Minute hinbekommen.